Das kannst du doch nicht sein. Ich bin einfach mal ruhig. Warum? So, wo bist du? Ich bin gleich wieder bei der Bibliothek. Ja, ich bin bei dir im Haus. Da hat jemand das Gartentor aufgelassen. Nein! Nein, sie werden kommen. Verstehst du, zweideutig, ne? Ja, zweideutig, ja. Das war gut, ja. Aber gut, das ist merken. Blickt nur keiner deinen sehr geilen Witz. Ist egal, ist egal. Jubi weiß Bescheid. Ja, passt. Wir haben viel zu viele Insider. Ja, das ist eigentlich das, nicht gut. Das gemeine Ding dürfen wir nicht erzählen. Ja. Traurig irgendwie, ne? Weil wegen den Menschen in unserem Garten und so, ne? Ja. So. Ich bin auf jeden Fall mit deiner Wolle durch. Vollerie und volle Rohr. Vollerie und voller Rohr, der Juvi ist mit Wolle da. Joa. Joa. Jo, das finde ich ganz gut mit den Eisengittern. Gittern natürlich. Jitter. Oh, da, Jitter. Hallo, ich bin die Jitter. Und ich hab ein Jitter. Am Arsch. Und morgen gibt's hier Witter. Ach, da oben bist du. Hier, ich hab Zeug. Ich komm mal vorbei. Yay, Wolle. Wuhu, Wolle. Und ich muss ihn doch selber färben, sag mal. Wofür bezahle ich dich eigentlich? Auf jeden Fall nicht zum Wolle färben. Das merke ich auch langsam hier. Ich glaub's ja nicht. Das kann ja wohl nicht sein. Ich glaube, es hakt hier. Ach, fauler Hund. Wo ist meine Peitsche? Ist gleich ausgepeitscht. So, ich mach mal diese Steinwand hier hinten weg, ne? Ich glaube, das sieht nämlich nicht ganz so cool aus. Also dann macht er Erde hin. Kannst du machen. Da fängst du schon wieder an hier mit dem ganzen Terraforming und so, ne? Ja, muss sein. Ja, klar. Muss ja erstmal gut ausschauen, ne? Also, ich glaube, ich kümmere mich, oder wir kümmern uns sowieso eigentlich heute mehr um den Außenausbau quasi. Ja, ist ja okay. Außenausbau. Ich finde die Cafeteria irgendwie ziemlich lustig, die Idee. Ja. Also wie gesagt, obwohl ich eigentlich finde, dass es doof ist. Hä? Vor allem, wenn es hier Süßgebäck gibt und sowas. Also du würdest das in Real Life blöd finden, oder? Ja gut, meinst du das jetzt? Gibt es ja glaube ich aber auch, oder? So in so einer Bibliothek, so eine Cafeteria oder ähnliches? Bestimmt, ich weiß es nicht. Ich bin so selten in Bibliotheken. Ja, ich auch. Eigentlich nie. Ja, ich auch. Also es sei denn, mich zwingt irgendjemand dazu. Das heißt nicht, dass ich da ungern reingehe. Ich weiß noch nicht, was ich da soll. Ja, ich kaufe mir meine Bücher eben. Ja, ich auch. Ja, ich auch übrigens, ne? Sag mal, das ist hier voll einseitig, das Gespräch irgendwie. Ja, finde ich auch. Ihr seid so Psychos, Jungs. Was? Würde ich jetzt sagen. Welche als, Jungs? Als Zuschauer. Achso. Wir sind die Jungs, ne? Deswegen gucken uns die Jungs doch. Die Jungs. Ja, übrigens, und Mädels, ne? Und Mädels. Falls Mädels gibt, ich weiß es gar nicht. Hier unten wird gerade meine Telefonnummer eingeblendet. Bitte melde dich, oh du meine Traumfrau. Dude, jetzt muss ich mir wieder was Lustiges überlegen, danke. Ja, gern geschehen. Arsch. Weil wer schneidet alles? Ja, selber schuld, Herr Kameramann. Nein, du kriegst nachher die mega große Datei einfach zugemailt und dann sage ich, ha, hier, friss. Friss das, Loser. Biat. Gut, dass ich nie E-Mails lese. Ja, dann gibt's ja doch kein Minecraft mehr. Und da gibt's Leute, die können das sogar bestätigen. Hallo. Hallo alle ihr, die... Ich ignoriere eure E-Mails nicht. Ich hab sie alle bekommen. Ein oder zwei habe ich vielleicht sogar mal gelesen. Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Ja, alle von web.de so. Von wegen, kaufe jetzt dies und das. Ich bin auf GMX. Also, dann eben da. Das ist eine Alternative. So, da brauchen wir auch noch ein bisschen was. Das sieht auch noch doof aus. Und noch irgendwie so ein fancy Dach drauf. Ein fancy Dach? Fancy Dach, klar. Brauchen wir ein fancy Dach. Jeder braucht ein fancy Dach. Fancy Dach.
unser fancy Bibliotheksausgang. Was machen wir denn da? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich stelle Bücherregal oben drauf. Das ist hey, es. Mein Bücherregal. Ja, da kommt man nur nicht ran, weil es zu hoch ist. Voll gemein und so, ne? Oh. Bin ich gleich runtergesprungen. Cool. Katzenmäßig. Hab ich versucht, mich umzubringen. Hast du noch Treppen? Hier, also Dachtreppen? Weiß ich noch gerade nicht. Moment. Gehen wir nach. Nur Google. Der Hahn sitzt auf der Glocke. Ja, hier. Ach, Mist, ich hab wieder welche. Scheiße. Also wieder hoch. Das sollte passen. Ich hab noch 7 sonst. Das sollte passen. Gut. Wenn nicht, kann ich mir zur Not noch ein paar schnell dazu improvisieren. So. Es ist im Anschluss, das heißt das, dann das fällt. Das wird dann ein bisschen. Egal. Es geht schon. Nein! Nein, Holzi! Was ist mit Holzi? Ich hab Holzi fallen lassen. Nein! Er noch lebt. Holzi! Nein, verdammt! Ah, ich hab mich fallen lassen. Nein, mich! Was? Keine Ahnung. Du hast mich fallen lassen, nicht ich. Willkommen zu einer neuen Folge von Random Commands. Was? Was ein Ding? Random Commands. Kann man das essen? Nein. Hui. So, dann machen wir das so. Jawoll. So, jetzt hat man hier auch so ein bisschen so einen Einblick ins Dach. Das finde ich auch ganz cool. Irgendwie. Gefällt mir. Bräuchten wir da noch in die Richtung, aber eigentlich. Om nom nom. Okay, und jetzt? Juvi so. Weiß ich auch nicht so genau. Juvi? Ja. Ich brauch doch noch ein paar Treppen. Gib mir doch mal noch die restlichen. Okay. Ich bin auf dem Weg nach unten. Hast du Kohle zufällig, dass wir ein paar Fackeln machen können? Oder hast du noch Fackeln, dass wir Kohle machen können? Ah, ist prima, danke. Ansonsten hier im sag mal, im Bücherregalraum, also im eigentlichen Bibliotheksraum, wäre auch noch mal ein bisschen was an Kohle. Kannst du noch raushacken. Ah, okay. Ne, das reicht jetzt aber. Ja, denke ich mir mal auch. Da kommen ein paar Fackeln raus bei. Bei raus, beim. Bei Dingens, ne? Raus. Nicht lange fackeln hier. Nee, hier wird nicht gefackelt. Hier wird gekleckert. Nicht geklotzt. Hast du gerade geklickert gesagt oder gekleckert? Gekleckert. Ja, okay. So, jetzt wäre es mal interessant. Ich bin ein bisschen The Last of Us geprägt, glaube ich. Warum? Weil die ja, bei klickert? Klicker. Mein Gott, es sind keine Zombies, es sind Klicker. Nein, nein, es gibt ja auch keine Zombies, es gibt nur Infizierte. Ja, ja. Oh mein Gott, wir spielen WoW, es sind Klicker unterwegs. Was? Ja, Klicker. Das sind keine Keybinder, so wie man es eigentlich macht, sondern die klicken halt auf alle Skills. Ah, okay. So meinst du. Nennt okay. man Klicker. Ja, ja, weiß ich eigentlich auch, habe ich nur nicht dran gedacht in dem Zusammenhang. Was ich mir nie könnte, also ich habe die Leute immer bewundert, die das machen. Also, wobei ich das unglaublich stressig finden würde, überall mit der Maus hinzugehen. Zum Glück hat meine Maus einen guten DPI hier, ne? Ja. Ja gut, ich könnte meine auch noch schneller machen, aber will ich gar nicht. So, wie schaut's denn aus? Huch, was machst du da noch? Achso, so ein Mini-Dach quasi obendrauf. Ja. Okay. That's nice.
Pum. Warte mal, so, so und so. Hallo. Ey, du sollst da nicht hoch. Ja, hier muss ich eh noch zubauen. Soll ich dir bei irgendwas behilflich sein? Ich bräuchte Tropenholz. Hast du noch welches da? Tropenholz? Mhm. Wie kommst du denn jetzt auf Tropenholz? Weil ich das hierher genommen habe für die Cafeteria. Ach so. Nee, ich glaub nicht. Was du für alles verlangst von mir. Jetzt habe ich endlich Setzlinge für die Fichte. Dann kommst du damit an, ich baue Tropenholz. Scheiße auf Fichten, Eichen, Birken. Na, du weißt schon, diese scheiß Bäume da. Ich kann mir doch keine Bäume merken. Sehen alle gleich aus, sind alles Holz. Ja, das stimmt. Haben die meisten Bäume so an sich. Echt? Ja, habe ich mal gelesen irgendwo in so einem Wissenschaftsmagazin. Stand dann so, ähnlich ist es klar, Holz ist in jedem Baum enthalten. Holz ist aus Bäumen. Holz wird aus Bäumen gebaut. Egal. Ich finde meins schön, das sind Bäume enthalten, finde ich eigentlich besser. Was zur Hölle? Random Humor. Ein Baum enthält ihren täglichen Bedarf an Baum, ne? Ja. Ich hasse dich und ich hasse mich und ich hasse die Welt und überhaupt und sowieso. Ja, alles doof, ne? Ja. Alles doof. Ich bin mal bei mir zu Hause und hol mal Tropenholz. Tschö. Ja, gute Reise. Uch, es ist dunkel. Ah, ich habe Angst im Dunkeln. Man könnte von einem Berg fallen. Könnte man? Ja, könnte man. Macht man aber nicht, weil das so ein gewandter Ninja ist wie ich. Weil es so häufig passiert, dass man von Bergen fällt. Wenn es dunkel ist, aber mal. Achso. Wenn es dunkel ist, dann höre ich dich auch schlechter. Hä? Ja. Man weiß ja, im Dunkeln wird die Akustik schlechter übertragen. Hä? Brainfuck! Ja, denk mal drüber nach. Es ist voll logisch eigentlich. Psycho. Ja, ja, logisch. Als ob das jemals logisch wäre. Pff, so scheiße, er denkt sich so ein Dreck aus. Das kann ja nur ein Vollidiot sein. Ich kenne da einen. Das war ich. Echt? Wie heißt der? Nein, ich habe kein Tropenholz mehr bei mir. Ja. Also ich glaube, ich habe noch so einen Block oder irgendwie sowas in die Richtung. Scheiße. Der wird dir da, glaube ich, nicht wirklich weiterhelfen. So, das sieht doch sehr viel besser aus. Wo hatten wir denn den Dschungel? Ich glaube, in die Richtung, hinter deinem Haus, oder? Ich glaube, ja. Huch, ach so, das war dein Kamin. Ich dachte schon, scheiße, was klingt da so? Brennt da irgendwas? Wie es ausbrennt. Mal wieder, ja, wie immer. Ist ja normal, kennen wir ja nicht anders. Genau. Das ist ja der Normalzustand in Jubis Haus. Ja, also ich mag's warm. Sehr schön. So muss das. Und da mir die Wärme im Moment draußen nicht genug ist, dachte ich mir, ich mach's mir mal noch wärmer. Ich mach mir mal ein Feuer schön. Gott, ist mir kalt. Da hinten. Ich habe den Urwald entdeckt. Jetzt wird er abgeholzt. So wie man es mit Urwald hat. Geh weg, Vieh, Mücke, Ding. Ah! Apropos Mücken, muss sagen, dieses Jahr ist bei mir eigentlich alles gut. Bei mir ist immer alles gut, weil mich Mücken eigentlich immer in Ruhe lassen. Ja, doch, ich bin eigentlich immer so das Arschlochopfer. Also, die kommen immer und sagen, jo, lass mal an dir lutschen. Und dann sage ich, nein, und die fangen an. Ich habe eigentlich so im Jahr 2 Mückenstiche, kann man mal so grob schätzen. Okay. Ja, dieses Jahr habe ich bisher einen. Und den habe ich aus dem Garten von meinen Eltern. Hast du mitgebracht? Jupp. Habe ich gesagt. Ach, so gut. Hier, ich bin zum Grillen da, ne? Habt ihr vielleicht ein paar Mücken da, die mich mal stechen könnten? So, ach, und dann haben die Mücken gesagt, ja, hier, wenn du unbedingt willst. Na, also wir haben zwar eigentlich keine Lust, aber... Pff. Du hast es uns gesagt. Du hast ja gesagt, macht mal und ja, dann machen wir das halt. So war das. Ja, passiert. Mhm. Ganz häufig.
Mücken sind Arschlöcher. Das sind jetzt nicht so die nettesten Tiere der Welt. Das sind verdammte Blutsauger, genau wie die GZ und Steuereintreiber. Das sind auch verdammte Blutsauger, die sind genauso wie Mücken. Obwohl, Mücken sind eigentlich angenehm im Vergleich zu denen. Ja, irgendwie schon. Gut, jetzt reden wir über Mücken und ich habe so das Gefühl, mich hat gerade eine gestochen. Irgendwie geil, oder? Und dann gibt's noch Zeugen Jehovas. Ja, die sind ja nochmal ein anderer Schnack.